Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Ja, in diesem Wrack waren wir schon mal. Und dann bin ich hier aber auch nicht viel weiter gekommen in diesem Wrack. Das war's. Hier, jetzt mal gucken, was mir mein Neustart gebracht hat, was die vielen Türen angeht. Bisher sieht das ziemlich gut aus. Hier scheint nur eine Tür drin zu sein. Keine Doppeltür mehr. Wie cool. Ja, Prawn-Anzug, Fragment, können wir mal eben scannen. Brauchen wir nicht, aber das Titan können wir mitnehmen. Ha, Stuhl 3 haben wir auch noch nicht. Wie cool. Mich macht diese, ich liege hier auf der Seite, Optik wieder so fertig. Flutlicht. Ja, das Flutlicht, ja schön, das habe ich aber schon, das Flutlicht. Taschenlampe. Ja, ja. Oh, dieses, ich würde mich so gerne drehen um 180 Grad. Was kann ich denn da? Zyklopillenfragment, nehmen wir auch mal mit. Zur Not ist es Titan für mich. Basis-Kernreaktor-Fragment. Das dümpelt hier einfach mal so rum. Das ist gut. Da ist noch ein Zyklobrücken-Fragment. Hätte ich jetzt als solches auch gar nicht erkannt, ohne Scanner. Das ist nichts, aber dieses fette Kabel fasse ich, glaube ich, lieber nicht an. Hier ist eine Tür, die nicht aufgeht. Ich will nur gucken, ob es hier irgendwo weitergeht oder nicht. Wir müssen aber gleich mal Luft holen. Hier unten geht es bestimmt weiter. Da hätte ich jetzt ein Loch vermutet. Eigentlich. Hätte ich jetzt gedacht. Ich habe meine Propulsion Cannon auch gar nicht mit. Ne? Ich müsste jetzt trotzdem mal wieder langsam zurück hier. Oh, langsam wird sauerstofftechnisch eng. Was haben wir hier? Ahaha, da haben wir es. Komm, jetzt lass mich hier noch ein zweites finden in diesem Wrack. Dann bin ich ja glücklich. Mehr will ich ja gar nicht. Ich will ja nur zwei haben. Ich glaube aber nicht, dass mir das vergönnt sein wird, dass hier zwei drin sind. Nicht, dass hier noch... Nee, lass uns mal eben wieder einsteigen. Und dann können wir in die Richtung dann weiter. Nicht so richtig. Dann lass uns doch einen anderen Eingang mal eben suchen. Dieses große Wrack, aber wir sind nur nach unten getaucht, ne? Das heißt, das ganze Ding hier muss ja auch noch hier einen Eingang haben. Da unten ist sandig. Das sieht so nach Loch aus. Aber nee, da kommen wir nicht rein, glaube ich. Na? Wo hat es denn hier... Es wird doch hier noch irgendwo eine Eingangsmöglichkeit haben. Irgendwo. Da sieht man nämlich richtig, wie es aufgebaut ist. Es ist überwiegend diese dünnen Röhren. Da geht es nicht rein. Gucken wir mal oben. Ob man von oben rauf reinkommt oder so. Da muss ja hier noch mehrere Wege geben, ne? Ja, das wäre natürlich geil gewesen. Ich sehe es gerade nicht. Ich glaube, beim letzten Mal musste ich abbrechen wegen der Warper hier. Bin mir gerade nicht so sicher. Was mir auffällt, dass hier gar keine infizierten Fische mehr sind. Die sind irgendwann einfach weggeblieben. Ich weiß nicht, ob sie die wieder rausgepatcht haben oder so. Fände ich jetzt auch komisch. Pass auf, lass uns doch mal versuchen, da unten reinzugehen. Ob das geht. Oh, doch, das geht. Und hier waren wir nämlich noch nicht drin. Noch gar nicht. Das ist die Bank, die haben wir. Haben wir die denn auch schon? Wo habe ich die denn gescannt? Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Dass ich die mal eingescannt hätte. Ein Destillieranzug, ja, aber den brauchen wir nicht unbedingt.
Aber wir nehmen ihn mit. So. Ja, Bilderrahmen. Hier ist eine Tür. Die geht auf. Auch bitte etwas fixer beim nächsten Mal. Komm, gib mir noch so einen Alien-Sicherungsbehälter. Mehr möchte ich gar nicht. Da wäre ich glücklich. Ein Alien-Sicherungsbehälter. Das wäre eine geile Sache. Nee, und die kannst du auch nicht aufschweißen. Sonst wäre da ein Hinweis dran, dass man sie aufschweißen könnte. Jetzt ist hier schon vorbei mit der Reihe. Kannst du mal probieren eben. Weil mir da auch mal wieder Leute schreiben, schweiß die doch auf. Nein, das geht nicht. So einfach ist das. Noch ein Distillanzopfragment. Versteckt sich da. Ja! Ah! Na! Und den hätte ich fast übersehen. Ja, raus hier. Ja, wie geil. Ja, mehr will ich doch nicht. Was bist du denn noch? Den nehmen wir auch noch mit. So. Wie geil. Und man übersieht doch immer noch was, wenn man hier reingeht. Immer übersieht man irgendwie eine Kleinigkeit. Und denkt sich, nee, da war nichts mehr. Und dann war da doch noch was. Ja, wie geil. Ja, super. Ab nach Hause. Wo ist mein Zuhause? Da. Ab nach Hause. Weg von den Warpern hier. Ja, wie geil. Endlich kann ich das Aquarium. Mal Alien-Sicherungsbehälter natürlich. Es ist kein Aquarium. Es kann schon mehr. Cool. Ah. Siehst du, ich brauche das Wrack im Blood Cape gar nicht. Geht auch ohne. Ja. Ja, letztes Mal hatte ich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Entweder hatte ich volles Inventar oder so. Ach, wisst ihr was? Jetzt ernsthaft, wenn hier schon mal Quarz rumliegt. Was ich generell, glaube ich, noch in größeren Mengen brauche für Computerchips und so, ist Silber. Silber ist in der Tat noch so ein Problem. Deshalb würde ich das schon ganz gerne irgendwie nochmal angehen, dass wir mit dem Exo-Anzug in die Grassy Plateaus gehen. Und da würde ich aber wahrscheinlich ganz gerne... Ich habe jetzt gerade ein bisschen Bedenken, dass hier gleich wieder ein Warper auftaucht. In dem Biom hier. Da muss ich echt flink sein. Dann seht ihr mich aber mal rennen. Unter Wasser quasi. Ah, ich würde ja so gerne den X-Quarz mitnehmen hier. Okay, da unten ist einer aufgetaucht. Dann gehen wir gleich mal nach oben. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt infiziert bin oder wer hier infiziert ist. Wir müssen ein bisschen Uran mitnehmen. Gar nicht mal unbedingt für den Reaktor, sondern für das Werbedingenskirchen da, für den Prawn-Anzug. Dafür brauchen wir nämlich auch Uran. Mir gefällt das nicht. Ich darf auch nicht so lange unterwegs sein, weil Sauerstoff und so. Ja. Aber die nehme ich eben mit hier. So, jetzt aber weg hier. Zurück zum Schiff. Aber die Sicherungsbehälter, oh, schade, verschlingen ja auch klar. Weißt du was? Komm, das machen wir anders. Den nehmen wir noch mit. Die verschlingen ja auch bestimmt Glas in großen Mengen. So, ohne Ende, wollte ich sagen, genau. Aber das Silber ist, glaube ich, auch relativ rar, ne? Auch selbst in diesem... Oh, mal gucken, was ist das hier? Das ist Salz für einen Prawn-Anzug. Das ist auch Salz für einen Prawn-Anzug. Das ist auch Salz.
Ich glaube, dass das Silber rarer ist. Das ist auch beides Salz. Oh nee, das ist Silber. Ja. Da ist auch nochmal. Das müsste auch Silber. Ja, komm, dann hier. Direkt Nord, Südwest. Da gehen wir dann direkt mal rüber. Aber wahrscheinlich laden wir den in der Veltilus ein. Mal gucken, wie weit ist es weg? Das ist die große Frage. Wie weit ist es weg? Wenn das jetzt nur noch dieses. Wenn das nur noch das Kelpbiom ist hier. Könnten wir auch zu Fuß. Ja, schwer zu sagen. Ich meine, weil. Nee, das ist schon noch eine Ecke. Aber die Cyclops ist auch nicht wirklich schnell, ne? Das ist das Ding. Da brauchst du auch wieder ewig mit der Cyclops, bis du da bist. Das wäre ein ziemlich langer Wanderausflug, wenn wir das zu Fuß machen wollen. Ist halt die Frage. Nee, das machen wir nicht. Natürlich laden wir das Ding in die Cyclops rein, weil der Kofferraum, der ist begrenzt. Und wenn, dann will ich auch echt Silber in größeren Mengen mitnehmen. Da außen ist das doch eine ganz schöne Ecke, wie ich gerade merke. Wenn ich das jetzt laufen müsste, hätte ich auch viel Freude. So. Aussteigen. Zack, rein. Was haben wir hier? Nochmal viel zu viel Quarz. Aha. Ja, jetzt in der Tat viel zu viel Quarz. Das stimmt sogar. Okay. Dann müssen wir das mal eben kurz machen. Dann brauche ich noch Metall. Weil dann wird es jetzt demnächst ein paar Basisbaufolgen geben. Wird ja mal Zeit, dass ich damit anfange. Ne? Aber ich glaube, dass ich jetzt auch genug Materialien habe, dass ich mich da echt ein bisschen austoben kann. Und das ist ja ganz gut, die Sachen vorher nochmal zu suchen. Auch mal durch das mehrfache Einscannen. Jetzt haben wir hier Uran. Das packe ich mal eben da rein. Ach komm. Batterien brauche ich jetzt gar nicht wirklich so viele. Wir können uns aber noch eine Energiezelle mitnehmen. Ja. Dann bräuchte ich noch was zu essen. Und zu trinken. So. Läuft auch. Boah, wir müssen uns aber definitiv wieder trinken mitnehmen. Das geht nicht anders. Und essen müssen wir uns auch einmal mitnehmen. Kann man sich die eigentlich herstellen? Das wäre eine coole Sache. Wenn man sich die herstellen könnte. Das orange Artefakt werde ich jetzt gerade nicht brauchen. Und das Vorratsmodul werde ich auch nicht brauchen. Und jetzt fällt mir ein, dass ich aber das Schiff hier zu voll gemacht habe. Glaube ich, oder? Lass uns mal ganz kurz Bestandsaufnahme machen hier. Ja, das dachte ich mir. Also das Ding ist voll. Okay, da ist noch Platz drin. Das geht, das geht. Na komm, das geht. Das reicht. So viel Silber kriegen wir da nie raus. Das kann ich mir nicht vorstellen. Zwei. Wir bauen trotzdem drüben noch einen Schrank. Zwei Schränke auf. Zwei Schränke kommen noch rein und dann machen wir uns mal auf den Weg hier. Na komm, wo? Ich war da doch schon richtig hier. Bandspind, genau da. Und wo kriegen wir noch einen hin? Daneben. Ja, passt genau.
Sagen wir 15 Minuten, ja. Vielleicht geht da sogar in dieser Folge noch was. Ja, vielleicht aber auch nicht, weil ich es nicht schaffe, in dieses Ding einzusteigen. Na, ich will auch nicht die Upgrades ansehen. Ich will einfach nur raus damit. Wir haben jetzt den Greifhakenarm gar nicht da. Das wäre jetzt so ein Augenblick gewesen, wo dann ausnahmsweise auch meine Webcam ganz gelungen gewesen wäre, weil ich habe eben ziemlich blöd aus der Wäsche geguckt. Könnt ihr euch vorstellen? Das war so ein Facepalm-Blick. Aber wer mich öfter guckt, dann kann sich vorstellen, wie ich ausgesehen habe. Ja, was denn? Wo rumpelt's denn? Ist ja gut hier. So, Südwest. Müssen wir hin. Alles klar. Ich habe jetzt aber genug Platz mit dem Inventar, dass ich hier auf den Hin- oder auf den Rückweg mir dann wenigstens hier noch den Metallschrott mitnehmen kann. Ich bin hier an irgendwas hängen geblieben. So, und das mache ich jetzt auch schon. Okay, da wäre jetzt mein Vorschlag, dass wir in der nächsten Folge... Was bist du denn? Okay. Dass wir in der nächsten Folge holen wir uns das Silber. Und dann sammle ich jetzt hier eben nochmal ein bisschen von dem Titan ein. Die brauchen es sowieso. Da führt irgendwie nicht so richtig ein Weg dran vorbei. Ja, kann noch eins mitnehmen. Sehr gut. Weil hier liegt gerade so wahnsinnig viel rum. Und solange ich mich nicht mit... schade. Solange ich mich hier nicht mit Stalkern darum kloppen muss, ist das ja auch eine Win-Win-Situation, würde ich sagen. So, und dunkel wird es irgendwie auch bald, anscheinend. Was kann ich denn scannen? Ach, die hier. Die noch nie eingescannt. Echt? Okay. Ja gut. Dich muss ich auch noch fangen. Das passt, ja genau. Da nehme ich nicht mehr rein. Okay, vielleicht finden wir ja noch ein bisschen Quarz auf dem Weg. Dann kann ich mir vielleicht auch noch ein, zwei Schränke mehr bauen. Das da unten scheint ja wieder Diamant zu sein hier. So, aber wie gesagt, irgendwo lag hier doch so wahnsinnig viel Metall rum. Über die Insel wollte ich eigentlich aber nicht. Südwest, Nord, nee, aber ich muss in die Richtung. Ja, doch, das passt. Ich glaube, einmal bin ich ganz kurz über die Inseln gefahren auf dem Rückweg. Das war eine ganz schöne Ecke. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht ein bisschen mehr... Ob ich jetzt doch noch... Obwohl Power Cells müsst ihr noch haben, ne? Aber was richtig schön wäre, wenn man den Exosuit und die Seemotter mitnehmen könnte. Aber es ist vielleicht ein bisschen viel zu viel verlangt. Also, wo soll die zweite Undock-Bucht hin? Und es ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, dass man sich entscheiden muss. Ist das ein neuer Song? Na, ich glaube nicht, aber... Nee. Das ist der, den man auch kennt. Oh, das nehmen wir noch mit hier. Also metalltechnisch hat sich das schon mal sehr gelohnt. Da sammle ich auch lieber den Schrott ein, als dass ich mit dem Exo-Anzug auf Titan... Och, schade. Auf Titanjagd gehe. Da habe ich aber so mehr von. Es geht auch schneller, muss ich sagen. Und zwar deutlich. Kommst da rein. Und dann fahren wir weiter. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich glaube, ich kann jetzt schon mal Licht anmachen wieder.
Tja, da unten lag noch eins rum, aber man muss ja jetzt nicht jedes Metallstück mitnehmen. Aua! Warum funktioniert meine Abstandswarnung gar nicht mehr? Oh, da drüben, da ist doch hier das erste Silber. Wo sehe ich überhaupt die Haltbarkeit von dem Schiff hier gerade? Warum sehe ich das denn nicht mehr? Gab's die nicht mal? Das ist das, was ein Silberblock sein müsste. Und da drüben auch. Geil, da müssen wir ja gar nicht so weit weg. Ja, okay. Dann würde ich sagen, dann machen wir das im Dunkeln in der nächsten Folge. Ach, das Licht lasse ich mal ruhig an, ne? Glaube ich. Ja, doch, das wird schon gehen. Ich habe, glaube ich, ja noch ein, zwei Power Cells hier, ne? Ja, also wir kommen auf jeden Fall auch zurück. Okay, ja gut. Ich würde mich freuen, euch beim nächsten Mal dabei zu haben auf der Jagd nach Silber mit dem Exo-Anzug. Ich bin gespannt. Bis dann. Tschüss.